Genau. Ja, alle vor mir gerade aufgetaucht. Oh, oh ja, die Kamikaze ist klar. Einmal Flügel weggesäbelt hier. Boah. Mist. Wasser auf 101 Grad, ja super. Und nun? Und schon wieder einen am Hintern. Nein. Oh, nein. Nein, der hat mein Heckleitwerk getroffen. Ultragon. Das mit dem Nebel hier ist aber auch ziemlich krass. Ich bin ausgestiegen. Das hätte nichts mehr gebracht. Die sind alle mit ihren kleinen Fliegern so scheiße wendig. Komperon 87. Ah, jetzt weiß ich, was du meinst mit Wasserflugzeug. Geil. Hast gesehen? Richtig geil. Halt riesig das Ding. Sehr wendig, wie ich finde. Der fliegt jetzt gegen den Berg, oder? Nö, der kann auch ausweichen. Alter Vater! Ein Doppeldecker ist das denn, ne? Nee. Jetzt am Arsch. Jetzt müsste er am Arsch sein. Okay, auf jeden Fall Unterstützung von seinen Kameraden hier. Ich gehe jetzt auf die Bodenziele. Okay, der ist raus. Cool. Meine Kameraden haben mich gedeckt. Ich weiß es nicht. Jo, das ist ein Fallschirmspringer. Wie geil sieht das denn aus? Komm, hol uns den. Hui. Den kannst du leider nicht. Schade. Habe ich auch schon probiert. Ich bin da schon durchgeflogen. Oh, jetzt holt er eben das Ziel, was ich gerade angeflogen habe. Bist du denn für einer? Weißt du, wie schwierig es ist, einen verdammten Bomber auszurichten, auch so ein kleines Ziel? Mann, 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 Mann. Gibt's doch nicht. Wo ist jetzt denn, wo ist der hinten? Da. Komm, 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 komm. Der hat auch einen Heckschützen dabei. Geil. Was ist das denn für eine Kiste? SU-2. Krasser Scheiß. Oh. Ich hab gar nicht mit gerechnet, dass wir durch sind. Ja. Was? Ich habe alle Modifikationen für das Ding. Cool. Ach du heilige Kacke, wie viele Aerostrike, Jagdrettung zweimal, Abschussserie zweimal, Teamwork zweimal, BF-109 Fliegerass, Bodenrettung, Jägerjagd, Windstreak, du doch nicht Text. Ah, du doch nicht. Ach, das ist ein Aufkleber. So. Terror des Himmels und hilfsbereit. Und The Best Squad habe ich bekommen. Krass geil.
Alter Schwede. So, Forschung die nächste. Ja, sicher kaufen. Nächste HE. Sehr schön. Jetzt kann ich wieder irgendwelche Flieger gleich austauschen. Nein, ich möchte die noch nicht. Die möchte ich gerade noch nicht einsetzen. Und als nächstes soll geforscht werden, dann deine, die du mir da empfohlen hast. Der ist auf jeden Fall geil, sehr, sehr wendig. Also mit denen habe ich eben in einige Abschüsse gemacht. So, meine BF-109 kriegt jetzt einen neuen Motor. Bisschen mehr Leistung hier. Und das kaufen wir. Ja. Und finish. Also ich muss sagen, mit der Deutschlandflagge sieht das Ding, also die EU irgendwie total, weiß ich nicht, das passt nicht. Dann dieses gesprenkelte Tarnmuster und dann Deutschlandflagge als Flügel. Nee. Ja. 10% mehr Belohnung bei der HE151C1. Okay. Qualifikationen. Oh, ich kann auch eine neue Abdeckung für das Ding kaufen. Flugzeuge wechseln. Nee, ich lasse die alle so. Bist du soweit, alle okay sein? Ich tue jetzt die neue HE rein. Welche hattest du? Die HE 112 V5 wechsle ich jetzt Ah. gegen die HE 112 B0. Alles klar, ne, soweit bin ich schon nicht. Da bin ich jetzt auch Obwohl. gerade dabei zu forschen. Ich habe jetzt gerade die Obwohl. HE51C1 bekommen. Eigentlich könnte ich die U, die eine austauschen. Ja, ich tausche meine erste U aus. Ich mal kurz aufkam. Meinte der jetzt? Wurde was übersehen? Was habe ich denn übersehen? Den Shooter. Nö, ich habe den doch eben begrüßt. Ja? Jo. Habe ich gar nicht mitbekommen. Hoppala. So sieht mein neues Fliegerchen denn aus? Das Teil müsste noch wendiger sein, das hat kürzere Flügel. Warum einiges kürzere Flügel? Oha. Und vier Geschütze. Oh, das gefällt mir.
vier Geschütze, okay. Ja, zwei direkt neben den Rotoren, also rechts und links, Ja. und zwei in den Tragflächen. Okay. Nett. Sehr nett. Wenn ich so überlege, die erste hatte nur drei, glaube ich. Die zweite hatte. Oh, ich glaube nur eine. Irgendwie kam nur aus der Nase irgendwie was raus. Jetzt kommt die B0 mit 4 an. Und einem etwas spitzeren Design. Na, mal gucken, wie die sich fliegt. Kein Premium-Konto aktivieren, Fragezeichen. Was habe ich denn für Vorteile? Ein Tag kostet 190 Goldadler. Aha. Lohnt sich ja. 200% FP, 150% Lines für aktive Handlungen in Zufallsschlachten, 200% Lines für die Gefechtszeit in Zufallsschlachten und 150% Lines in anderen Spielmodi. Aha. Naja. Also schneller leveln. Andere Vorteile gibt es nicht. Ich weiß nicht, das ist bei mir wie bei anderen Spielen. Wenn du Vorteile hast, dir schnelleren Level-Modi zu erkaufen, ist das Spiel doch schneller langweilig, als wenn du Ewigkeiten brauchst, dich erstmal hochzuleveln. Da ist der Reiz doch viel größer. Also finde ich das. Das ist genauso wie bei Rollenspielen oder keine Ahnung was. Ich meine, klar, benutze ich auch die kostenlosen Geschenke, um schneller leveln zu können, zum Beispiel Star Wars The Old Republic, weißt du, um da schneller hochzukommen. Aber mir das jetzt extra zu kaufen, nee. Ich auch keinen Sinn drin. Weil auch bei Infestation war das ja auch immer. Na, Infestation, hör mir damit auf. Ich weiß, hast du das letzte Mal wieder verfolgt? Ich tue es mir ganz ehrlich nicht mehr an. Ja, die hatten nochmal angekündigt, hier von wegen das Spiel nochmal neu aufzusetzen, was weiß ich nicht was. Das ist jetzt alles wieder in Vergessenheit geraten. Jetzt kümmern sie sich wieder um das alte Spiel, das alte Team. Und wurde zwar im Zusammenschluss mit einer koreanischen Firma weiterentwickelt, so jetzt auch diese große Map, dieses Kellywood, wie das heißt, rauskam. Bloß da ist es jetzt so, du hast nicht mehr die Möglichkeit, wenn du dir einen privaten Server holst, da diese Karte auf Kellywood umzustellen und so ein Scheiß. Dass du gezwungen wirst, auf Hardcore-Servern diese Karte zu spielen und was weiß ich nicht was. Total ätzend. Konnte man doch anfangs sogar schon umstellen in der Beta. Was? Hatte nur halt kein Loot. In Kellywood meinst du? Ja. Nee, eigentlich nicht. Also Private-Server konntest du noch nie mit Kellywood bestücken. Also ich konnte in der Beta, hatte ich zumindest den Auswahlmodus, dass ich da Kellywood auswählen hätte können. Echt? Aber es ging halt noch nicht. Ah, okay. Nee, weil das halte ich die ganze Zeit im Auge. Also ich sag ganz ehrlich, ich würde mir gerne mal die neue Karte angucken, weil seitdem sie damals angekündigt wurde, war ich zweimal drauf und habe direkt irgendwie ein Heady kassiert und konnte überhaupt keine Eindrücke mitnehmen. Das Lustige war, es gab nur einen Spawn und der war direkt oberhalb von der City, in der Nähe dieses Schriftzugs. Richtig, genau. So, und da habe ich mir geschworen, wartest du erst mal, bis das es irgendwann live stellen. Jetzt vor kurzem haben sie es live gestellt und ja, aber nicht die Möglichkeit gegeben für die Private Server. Und ich werde mir auf jeden Fall, sobald sie das freigeben, mal wieder so einen Private Server holen. Und mir das Ganze mal angucken zu können. Das ist das eine. Die andere Karte wurde langweilig, genauso wie das mit den Fahrzeugen. Und ja, einfach mal schauen, was sie über die Zeit gemacht haben. Puh, die Fahrzeuge habe ich gar nicht wirklich genutzt. Die sind scheiße, die sind sowas von verbuggt. Das ist nicht auf die Engine abgetrimmt. Weißt du? Die Fahrzeuge laufen schneller als die Engine selber. Und du hast dann ab und zu, wenn du irgendwo aussteigst als Beifahrer, dass du in einen Zombie-Spawn irgendwie gerätst und kriegst die gar nicht mit, weil sie für dich unsichtbar sind. Deine Kumpels sehen die alle, aber du nicht, weißt du? Ah, okay.
All solche Sachen. Oder irgendwann explodiert das Fahrzeug einfach, obwohl du keinen Schaden hast. Obwohl du einen vollen Heals hast, keine Ahnung was. Das haben wir super oft gehabt. Haben wir versucht, vier Fahrzeuge zu finden, für jeden eins. Zu einem hergebrettert und irgendwann pum. Ich dachte, was war das denn jetzt für ein Scheiß, weißt du? Ach, all Ja, ich solche fand nur Sachen. eins cool und das habe ich auch immer wieder gemacht. Auf dem Server, den ich mir mal für ein paar Monate geholt hatte, hatten wir lustigerweise alle paar Minuten einen Refresh von Loot in Clearview. Ja, das hatten wir auch, genau. Und in Clearview standen in jedem Haus Polizeistation drei Kisten oder vier Kisten und dann noch in anderen Gebäuden Kisten. Ich bin da halt hingegangen, hab alles Loot genommen, bin wieder zur Safe Zone, bin wieder hingegangen, war wieder das Loot da. Ja, das haben wir auch gehabt. Und irgendwann wurde das halt umgestellt, dass du diese kreischenden Zombies in Clearview hast. Und da war dann dieses große Hochhaus, wo dann so eine Zombie-Welle jedes Mal kam. Und es hat es ein bisschen schwerer gestaltet, in die Polizeistation zu kommen. Du hattest immer noch diesen Kistenspawn, den haben sie irgendwie nicht in den Griff bekommen. Aber halt diese Zombie-Horden um dich rum. Total lustig. Ja, und jetzt ist es halt so, das Einzige, was halt für mich reizbar wäre, dieser Super-Zombie, den du momentan in den verschiedenen Nee, Orten hast. der ist für mich gar nicht Ja, pass auf, eins das von Geile eins. daran ist, der lässt momentan nicht nur diese Honey Badger droppen, also diese Silent-Waffe, sondern jetzt mittlerweile auch wieder Sniper und diese urseltenen. Das ist das Einzigste, was mir den Reiz ein bisschen geben würde. Aber Ja, aber der ansonsten, pff, schluckt ja ohne Ende. richtig, genau. Da brauchst du ja, das hat ja mal irgendjemand ausgetestet. Ich glaube, der Schweizer war das, wenn du den kennst. Ja. Der hat da ja irgendwie sechs Magazine reingesemmelt von der LMG. Richtig, genau. Das fand ich dann schon hart und seitdem habe ich auch nicht mehr gespielt, weil das ist für mich keinen Sinn. Wie Ich soll hab's ja ich das auch. schaffen? Ich hab's ja auch seit Ewigkeiten aufgehört, ne? Wie ich dann merkte, irgendwann auch keine Updates mehr und hab's ja wirklich seitdem es damals auf dem Markt kam, gespielt gehabt. Direkt der erste Tag beim Erscheinen ein Spiel gekauft, rein, getestet, getestet. Und irgendwann. Es war einfach nur noch Scheiße. Die haben Versprechungen gemacht, alles nicht mehr gehalten. Genauso mit diesen Jagen gehen und Wildtiere erschießen, wie du bei DayZ hast und Co. Alles ist nicht reingekommen, weißt du? Ja, und dann irgendwann haben sie halt die Hilfsbotschaft verteilt von wegen, ja, wir verkaufen oder geben die Rechte an eine koreanische Firma, setzen das Spiel irgendwie zurück, also machen eine Neuentwicklung von dem Spiel. Das alte bleibt bestehen, aber das neue kommt auch irgendwann. Und es Okay. tut sich nichts. Es tut sich einfach gar nichts. Jetzt Caliwood war die nächste große. Ja, was heißt große Neuerscheinung? Das Ding war so gut wie fertig. Noch ein paar Feinheiten und Zombies reintun, Loot Spawns, das war's. Ne? Aber wie gesagt, ich sehe ja jetzt noch keinen Sinn hinter, deswegen wieder aktiv zu spielen. Wenn es irgendwann mal als ein Private Server kommt, okay, werde ich es mir mal angucken für einen Monat. Werde auch mit den Leuten wieder umherziehen, aber das war's dann auch. Ja. Ne? Das Einzige, was ich momentan ab und zu mal spiele, ist 7 Days to Die, falls ihr das was sagt. Das ist Ja, total gehört lustig. schon, aber ist jetzt nicht so ganz meins. Okay, ne, das ist total lustig, weil ich halte es wirklich, seitdem das Spiel damals angekündigt wurde, im Auge und hatte wirklich gedacht, für so einen Mensch wie du und ich es bist, der einfach mal so entwickelt hat und jetzt da Update für Update raushaut, macht sich das Spiel richtig. Und das finde ich halt richtig geil, weißt du? Einfach so aus Okay. dem Nichts kam da so ein Typ, ah, ich habe jetzt das Spiel entwickelt, dieser Versuch ist in Greenlight reinzubekommen, es hat den Greenlight bekommen. Und es kamen einfach Updates raus. Das Spiel, wie man es in der Urform kennt, das existiert nicht mehr. Es wurde komplett überarbeitet, besser gemacht. Die Texturen, alles, nach und nach, das ist so geil. Das gefällt mir halt an diesem Spiel. Und DayZ habe ich jetzt gesehen. Hast du auch die Standalone? Ja. Da haben sie jetzt die Tage die Fahrzeuge endlich reingebracht. Und so ein Ja, paar. eins. Echt? Ein einziges? Ja, einen LKW. Na super. 1 GB groß, die Pfeil. Ne, weil ich nämlich gesehen hatte, irgendwann wollten sie die Fahrzeuge Anfang nächsten Jahres reinbringen, dann kam das Update und ich dachte, Momentchen mal, das haben sie doch erst für nächstes Jahr angekündigt. Das war jetzt die Tage, was ich gelesen hatte. Ja, ich Und denke mal, irgend. die werden auch erst bis nächstes Jahr komplett alle drin sein. Ja, natürlich. Aber das sind halt riesengroße Updates. Wenn ich jetzt überlege, ein Fahrzeug, 1 GB, alter Schwede, die sollen sich erstmal an die Performance setzen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, mich regt bei diesen Spielen halt auf, diese ganzen Survival-Titel. Ich will auch ein bisschen Spaß dabei haben, die Gegend erforschen zu können. Ne? Und wenn du dann
Ich komme immer wieder auf Infestation zurück. So ein Infestation-Scheiß hast, weißt du, du kommst rein, kriegst irgendwo einen Headshot und denkst dir, hör mal, was wollt ihr eigentlich? Weißt du, das kotzt mich halt an. Dann spiel ich doch lieber 3D-Shooter, ne? Oder geh auf irgendwelchen Servern, wo dein PvP auch erwünscht ist oder keine Ahnung was, aber fucke doch keine Leute ab, weißt Ja. du? Das ist das, was mich immer so angekotzt hat an den Titeln. Darum habe ich halt aufgehört damit, mehr oder weniger. Ja, momentan bin ich halt wirklich so hinter Koop-Titeln hinterher. Meine Leute, ist halt momentan so, keine Ahnung, was da irgendwie vorgefallen ist. Die melden sich gar nicht mehr. Ja, mit den Leuten, wo ich unterwegs war. Eins ist hier dieser Vincent, der mir auch ab und zu mal so ein Spiel geschenkt hat, weil er unbedingt mit mir zocken wollte, wo ich mal noch ab und zu in den Games unterwegs bin. Aber ansonsten kann es total vergessen. Ne? Aber so alleine Spiel, also Singleplayer-Titel, die sind nichts für mich. Die sind auf Dauer zu langweilig. Keine Ahnung. Das ist verständlich. Einfach nur 3D-Shooter, werde ich zu schnell aggressiv. Das habe ich eben schon wieder gemerkt. Ey, so ein Scheiß, echt. Der Grund, warum ich kein COD mehr zocke. Das war seit langem das erste Mal, dass ich mir wieder eins geholt habe. Aber wie gesagt, für den Preis, pff, egal. Eben noch die Marken hier drauf. Mal weitermachen. Jetzt habe ich Bierkrüge hinten auf meinem Leitwerk. Bierkrüge, auch nicht schlecht. Ja, als Siegesmarken. Und soweit fertig. Jo, ich auch. Hast du schon auf bereit gedrückt? Ja. Weil mir wird es gerade noch nicht angezeigt. Jetzt noch mal auf bereit. Ah, jetzt geht's. Okay. Das sind Ich noch die wollte kleinen Bugs gerade sagen, irgendwie. Auch bei dass du mir einem. läuft es die ganze Zeit nicht. Okay. Ja, wie gesagt, das sind die kleinen Bugs, auch wenn du manchmal diese Wartezeit hast. Manchmal dauert es ewig und wenn du kurz abbrichst, dann wieder reingehst, dann pam. Ja, ist halt ein Free-to-Play-Titel. Was will man da Ja, groß erwarten? aber ganz ehrlich, für ein Free-to-Play finde ich das schon richtig geil gemacht, auch mit diesem Grafik-Update. Da Oh gibt es ja. auch dieses Heroes and Generals, falls ihr das was sagt. Ist ja auch so ein Free-to-Play. Das war anfangs auch total geil und irgendwann haben sie so ein Update reingebracht, war die Balance total im Eimer. Und das war der Punkt, wo ich ihnen gesagt habe, jetzt höre ich erstmal auf zu spielen. Du hast überhaupt keine Chance mehr. Respawn-Zeit, du bist getötet worden. Musstest damals so zwischen 10 und 20 Sekunden warten, bis das neue joinen kannst, genauso wie hier. Und war alles soweit okay. Und irgendwann kam es raus, da hattest du 2 bis 10 Minuten Wartezeit. Okay. Das haben schon eine harte Geschichte. Ich weiß nicht, wie das jetzt momentan wieder ist, aber naja. Oh. So klug ist jetzt zu landen. Ich sehe nur rot am Himmel. Ach, ich probier's mal. Schwarzer Bildschirm, scheiß G-Kräfte. Ah, ich bin am Boden. Aber ich brenne. Und ich bin rausgeschossen. Ah, nee, ich wurde ausgebrannt. So. Autsch. Gut, nie wieder landen.